Hey Leute, was geht ab? Hier ist Aki am Start, aka der Bartmann. Und ja, wie ihr schon sicherlich alle auch schon bemerkt habt, durch die ganzen sozialen Netzwerke und so, geht eine oder mehrere Meldungen rum, die von irgendwo recherchiert wurden, dass wir Scheiße im Bad haben, ja? Dass unser Bad so verseucht wäre wie eine Toilette. Ja, wie eine Toilette! Hallo? Geht's noch? Auf jeden Fall habe ich von überall so Links geschickt bekommen von Focus, von amerikanischen Seiten, von was weiß ich wo, ja. Die ganze Zeit, die bestätigen, dass Wissenschaftler und Forscher herausgefunden haben, dass unsere Bärte so viel Bakterien enthalten wie Fäkalien, wie Kot, wie Scheiße. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen, die Scheiße, ja. Also, wir Männer mit Bart rennen also mit Scheiße im Bart rum, ja. Okay, nur mal dazu. Dann gehe ich jetzt mal in die Meldung rein, ja. Vom schönen Magazin Focus, ja. Da steht drin, Forscher belegt, in manchen Bärten sind mehr Fäkalbakterien als in einer Toilette. Welcher Forscher war das? Und was hat er da belegt? Also, in einer Toilette, also in unserem Bart, in unserem Gesicht, ja? Habe ich mir schon gedacht, hey, die Bildung brauche ich mir gar nicht durchlesen. Aber nachdem ich das so oft geschickt bekommen habe und jeder darüber diskutiert, habe ich gedacht, okay, ich lese mir jetzt mal durch und gucke, welcher Hater, ja, welcher Mann, der dem kein Bart wächst oder wachsen kann, ja, kommt auf so eine Studie. Natürlich sind es dann immer diejenigen, die gerne einen Bart haben wollen würden, aber es nicht hinbekommen, ja. Das sind dann die, die solche Forschung überhaupt betreiben, ja. Okay, jetzt eine Warnung für alle Frauen mit Vorliebe für Bärte und ein Hinweis für Männer mit voller Gesichtsbehaarung. Mikrobiologen zufolge sollen sich im Bart des Mannes mehr Bakterien befinden als in der Toilette, darunter auch Spuren von Kot. So, okay, das ist schon mal eine Warnung für alle Frauen mit Vorliebe zu Bärten, ja. Es teilen sich ja sowieso schon diese ganzen Frauenmeinungen. Die einen lieben glatt rasiert, die einen lieben Bart, ja. Und jetzt kommen solche Meldungen ans Tageslicht, damit auch die Frauen, die auf Bärte stehen, auf einmal einen Ekel davor bekommen, ja. Also, okay, Spuren von Kot. Was soll denn bitte Kot in meinem Bart, ja? Was? Also, nochmal. Im Kot sind ja auch Bakterien drin, ja? Vielleicht sind es auch die relativ gleichen Bakterien, die sich jetzt auch im Bart befinden, ja? Aber Spuren vom Kot, wer fässt seine Scheiße in der Toilette an, fässt sich damit in den Bart, ja? Leute, in solchen Meldungen, ja, steckt vielleicht ein bisschen Wahrheit drin. Aber es werden viele Fakten einfach weggelassen, um so ein Aufruhr zu erregen, ja? Solche Magazine, solche komischen Schundblätter und was weiß ich, ja? Die leben von so etwas, ja? Die wissen ganz genau, die Leute stehen gerade auf Bart, auf Vollbärte und der Hype ist gerade groß und was weiß ich, wie bla bla bla. Und dann müssen sie sich ein Thema aufgreifen, das mit diesem Thema zu tun hat, ja? Mit Bart. Und dann gibt es ganz leicht solche Sachen, solche Forscher, solche Studien, ja, die sowas belegen. Solche Bakterien und Erreger, ja, gibt es überall am Körper, ja. Ich würde gerne mal eine Studie sehen vom Kopfhaaren, ja, wo sie solche Abstriche vom Kopfhaaren machen, ja. Vor allem bei Frauen, die sich dann alle zwei, drei Tage die Haare waschen, ja, und nicht jeden Tag. Von denen würde ich gerne mal auch einen Abstrich sehen oder von anderen Körperstellen, aber solche Sachen lassen sie weg, ja. Wenn sie jetzt in diesem Bericht reingeschrieben hätten, hey, aber auf Kopfhaaren und an anderen Körperstellen findet man die gleichen Bakterien und, ja, also, dann haben wir auch Spuren vom Kot auf dem Kopf, an anderen Körperstellen und was weiß ich was, ja. Ich weiß auch nicht, was für Bartträger die genommen haben, vielleicht haben sie irgendeinen Straßenbrenner genommen, der zwei Wochen sich nicht gewaschen hat oder was weiß ich was, ja. Aber ich finde solche Studien einfach lächerlich und dass es dann auch noch Leute gibt, die das glauben und dann sozusagen die Vollbartträger diskriminiert werden, sage ich jetzt mal, ja. Also wenn jetzt in den nächsten Tagen irgendjemand auf der Straße an mir vorbeiläuft und sagt, ich habe Scheiße im Bart, ja, kriegt er erstmal nicht gefangen, ja.
dem Wissenschaftler zufolge sollten bärtige Männer ihre Gesichtsbehaarung oft bürsten und die Hände waschen. Ja? Auch unnötiges Berühren des Bartes sollte vermieden werden. Bei Befolgung dieser simplen Ratschläge kann man weiter auf die Attraktivität seines Bartes zählen. Ja? Es gibt doch so viele Studien darüber, dass in U-Bahnen, die Haltegriffe, die Smartphones, alles einfach verseucht ist. Ja? Demzufolge sollte jeder einfach nach solchen Sachen seine Hände waschen. Ja? Oder am besten sogar noch ein Desinfektionsmittel bei sich tragen oder was weiß ich was. Ja? Aber solch eine Schlagzeile, ja, zu veröffentlichen, Forscher belegt, auch noch Forscher belegt, damit die Leute ja sagen, okay, jetzt wurde ja wissenschaftlich bewiesen und es ist keine Vermutung. In manchen Werten sind mehr Fäkalbakterien als in einer Toilette. Ey, was wollt ihr den Männern damit antun? Was wollt ihr diesen, den Bartträgern damit antun, ja? Wollt ihr diesen paar glatt rasierten Menschen, die denen leider kein Bart wächst, die sich kein Vollbart wachsen lassen können, die ihren Hass immer ausdrücken gegen Bartträger, da Bartträger Hipster sind und keine Ahnung, einfach nur eine Modeerscheinung ist oder was weiß ich was, ja, wollt ihr diesen Männern dann noch einen Stein in die Hand legen, um nach uns zu werfen, ja? Anscheinend schon. Aber auf jeden Fall wollte ich mal nur ein kurzes Video machen, um mal etwas Druck rauszulassen, ja? Den Rotz, den braucht keiner von euch zu lesen und zu verbreiten. Damit tut ihr dem Magazin nur was Gutes und sonst nichts. Auf jeden Fall, ja klar, kann ich noch dazu sagen, dass man sich wirklich nicht im Bart zu viel rumzoppeln sollte. Nicht nur wegen dem Dreck, ja, sondern auch, weil ihr dadurch Barthaare verliert. Das habe ich ja im anderen Video auch schon gesagt. Ja, also ihr sollt ja auch nicht mit dreckigen Händen euer Gesicht anfassen. Ja? Das sollte ja keiner tun. Und deswegen, und viel kämmen und bürsten, was heißt viel? Also wenn ihr ein paar Mal am Tag euren Bart kämmt oder bürstet, das reicht auch schon. Auf jeden Fall, hört ihr? Meine Waschmaschine. Ja? Ich kann ja nicht warten, bis meine Waschmaschine zu Ende ist, bevor ich mich hier. Ich muss mich auslassen. Ich muss mich aufregen. Ja? Und ich muss meine Wut mit euch teilen. Und ja, auf jeden Fall, Scheiße im Bad, also, ne? Wir haben Scheiße im Bad. Gut zu wissen. Und dann kommt da unten noch. Dann gilt weiterhin, was australische Evolutionsbiologen unlängst herausfanden. Bärtige Männer sind besonders attraktiv. Zumindest, wenn sie von glatt rasierten Artgenossen umgeben sind. Ja, ja, da kommt am Ende dann so ein Scheiß, ja, wollen sie dann die bärtige Fraktion dann nochmal beruhigen. Das war eigentlich ein kurzer Clip von mir für euch. Und ja, auf jeden Fall. Peace out mit dem Code im Bart. Euer Bartmann.